Late Night Talk heute mit Frau Dr. Eigenstädt. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier empfangen worden bin heute um 7 Uhr mit was für Themen, dann müssten wir eigentlich jetzt ein bisschen anders weitermachen mit anderen Themen. Aber wir wollen natürlich. Ach, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Musst du mich erstmal wieder. Ja, genau. Also eigentlich. Weil ich dich mit so vielen Themen verschüttet ja, habe. Genau, genau. Wir sind ja eigentlich Ernährungswissenschaftler und Petra ist Diabetologin und Endokrinologin. Und wir haben dann Geschichten aus der Urologie heute genau, erfahren. Die wir euch irgendwann mal mitteilen. Ja, das schreiben wir mal. Also was es alles für komische, interessante Veränderungen und Unfälle gibt in bestimmten Aktivitäten. So, und heute wollen wir trotzdem wieder über Training, Ernährung, Hormone sprechen. Wir haben auch einen interessanten Fall eben noch besprochen, was wir da machen. Aber es gab eine Zuschauerschrift von der Steffi. Steffi hat gesagt, Mensch, wenn du mit der Petra sprichst, frag sie doch mal, was ist eigentlich das Problem jetzt bei PCOS und dem Insulin? Warum funktioniert das nicht mehr? Was kann ich tun? Weil ich wahrscheinlich immer mehr zunehme. Das ist ja häufig so beim PCOS. Also PCOS ist polyzystisches Ovarialsyndrom. Das heißt, da gibt es so Zysten an den Eierstöcken und die sind wie so kleine Bodybuilder. Die produzieren dann ganz viele Hormone, Insulin und Östrogen und wenn du Pech hast, auch Testosteron. Also wenn du dich den ganzen Tag dopst, so geht es dann der Frau. Der einzige Vorteil von PCOS ist, dass du keine Zellulite bekommst. Ansonsten bekommst du eigentlich alles und kannst auch häufig keine Kinder bekommen, was vielleicht für manche ein Problem ist. Aber jetzt sag mal, Petra, du hast ja sicherlich PCOS-Frauen bei dir in der Praxis oder in der Klinikum. Warum hat Steffi jetzt Insulin und PCOS erwähnt? Ja, also es ist ja tatsächlich ein ganz häufiges Problem. Es ist ja eigentlich so die häufigste Probleme bei jungen Frauen mit Zyklusstörungen und häufig auch verstärkte Behaarung, häufig Gewichtszunahme oder eben auch verstärktes, also erhöhtes Gewicht und eine Insulinstörung, eine Insulinresistenz. Und bis heute ist es ja noch nicht so ganz hundertprozentig klar, wie diese Zusammenhänge sind. Man hat so Ideen und Vorstellungen davon. Grundsätzlich sagt man ja, ist das PCO-Syndrom ja eine Ausschlussdiagnose, so nennen wir das. Das heißt, wenn verschiedene Kriterien zusammenkommen und viele andere Erkrankungen und Veränderungen ausgeschlossen sind, dann und häufig auch noch das Bild sonografisch im Ultraschall, diese Zysten im Bereich der Eierstöcke, das ist ja letztendlich eine nicht vollständig ausgereifte Eizelle, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, warum das der Fall ist, wenn man diese verschiedenen Zysten sieht und gleichzeitig Insulinresistenz messen kann oder feststellen kann und Zyklusstörungen, teilweise erhöhtes männliches Hormon, Testosteron feststellen kann. In der Kombination, weiß nicht, sind noch ein paar andere Kriterien dazu kommend, dann sprechen wir häufig von einem polyzystischen Ovarialsyndrom. Und man vermutet so, und ich finde es auch immer wieder faszinierend oder interessant, warum führt jetzt eigentlich eine Insulinstörung zu einer Fehlreifung oder Fehlbildungssituation der Eizelle und warum führt das jetzt zu so einer Zyklusstörung? Was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Und ist ja auch der therapeutische Ansatz, wenn man das einmal versteht, ist es ja auch ganz gut zu verstehen, was kann ich denn therapeutisch tun? Und es scheint so zu sein, dass das Insulin in dieser Regulation der hypothalamischen beiden hypophysären Hormone, Vorläuferhormone, wie ich sie immer gerne bezeichne, eingreift und das LHFSH, was ja unseren Eierstock stimuliert, das follikelstimulierende Hormon und das Lutein, was dann letztendlich den Eisprung auslöst, diese Hormone werden offensichtlich durch erhöhte Insulinkonzentrationen verändert und durch die letztendlich Fehlleitung der Eizellreifung. Also normalerweise entsteht ja in den ersten 14 Tagen unter dem Einfluss von Östrogen, kommt es ja unter natürlich der Stimulation der Hypophysenhormone, kommt es zur Ausreifung der Eizelle, bis idealerweise nach 14 Tagen circa der Eisprung entsteht, der ja auch durch das LH-Peak, also durch die Hypophyse reguliert wird. Und dann kommt es ja in diesen gesprungenen Eizellen, in den Granulosa-Zellen zur Progesteronbildung in der zweiten Zyklushälfte. In der Zwischenzeit baut sich Gebärmutterschleimhaut auf und im Idealfall kommt es zu einer Befruchtung oder auch nicht im Idealfall und dann wird entsprechend entweder Gebärmutterschleimhaut weiter aufgebaut
oder es kommt eben nach 14 bzw. Entschuldigung, dann nach 28 Tagen, also nach der zweiten Zyklushälfte, kommt es ja dann zum Abfall der beiden Hormone, Östrogen und Progesteron, und dann entsprechend auch zum Abbruch wieder der, zum Abfall der Hormone und zum Abbluten der Gebärmutterschleimhaut. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Insulin greift. Zu schnell, zu viel. Wir sind bei Instagram. Ja, verstehe. Wir sind nicht in der, so, wir sind nicht in, also, der Vorlesung. Also greift dieses, okay, gut, also guter Hinweis nochmal. Also greift dieses Insulin in die Regulation dieser Eizellreifung das ein, ist, glaube ich, und die Eizelle entwickelt sich nicht richtig und sozusagen nicht immer vollständig entwickelte, in jedem Zyklus ordentlich Eisprung stattgefundene Eizelle findet nicht mehr statt. Das heißt, die Eizelle bleibt im unreifen Zustand da sozusagen liegen und wird nicht mehr ausreichend, produziert kein ausreichendes Progesteron, was wieder dazu führt, dass offen teilweise dann Östrogenüberschuss vorhanden ist, eine Östrogendominanz vorhanden ist. Und letztendlich ist diese Eizellreifung auch dazu führt, dass es zu einem Übergewicht von männlichen Hormonen kommt, was wieder diesen Teufelskreis verstärkt. Durch die Östrogendominanz wird häufig auch die Insulinresistenz verstärkt. Es gibt auch eine genetische Komponente, also eine vererbte Komponente dabei. Letztendlich ganz verstehen müssen Sie, wir wissen nur sicher, dass wenn wir die zum Beispiel die durch Ernährungsveränderung und Lebensstilveränderung und auch Unterstützung die Insulinspiegel wieder regulieren, also wieder auf ein Normal, die Insulinresistenz oder die Insulinempfindlichkeit wieder verbessern, die Insulinresistenz reduziert wird, dass es dann zu einer Verbesserung dieser Eizellreifung und zu einer Regulation auch der weiblichen Hormone wieder kommt im Rahmen von einem Gesamtkonzept. So kann man es vielleicht hoffentlich verständlich sagen. Jetzt machen wir das nochmal. Ja, sehr gut. Ich mag das, wie du das ausführst. Für euch, Insulin ist ein Problem. Insulin ist das größte Problem. Wenn das Insulin nicht stimmt, kommt es zu hormonellen Schwankungen. Beim PCOS ist es halt so, wenn das Insulin da ist, wird erstmal Androgene gebildet und diese Androgene werden aromatisiert in Östrogen und das passt dann nicht und dann kommt dieser Regelkreislauf, den du erklärt hast, nicht zustande, beziehungsweise ist dann durcheinander. Und die Frage ist jetzt, warum bei der Steffi das entstanden ist. Warum ist das jetzt gekommen? Nun kenne ich sie persönlich. Sie war schon viele Jahre bei mir im Coaching und hat auch super, super, super abgenommen. Und wenn sie jetzt dieses PCOS hat, glaube ich, weil man da ist eine Meldung, ich muss mal näher rangehen, warum benutzen es dann die Bodybuilder, wenn es so schlimm ist? Ich dachte, Insulin ist wichtig. Insulin ist auch wichtig und die Bodybuilder nutzen Insulin, um mehr Muskeln aufzubauen. Bloß, Insulin ist ja das anabole, also muskelaufbauende und übrigens auch fettaufbauende Hormon. Ja, Insulin und Fettgewebe, sage ich immer, lieben sich. Insulin ist wie Dünger fürs Fettgewebe. Ja, das heißt, eine bestimmte Menge, wenn man zu viel hat, ne, das ist immer ganz wichtig. Ja. Eine bestimmte Menge Insulin ist natürlich lebensnotwendig und ist auch sehr sinnvoll und auch ganz, ganz wichtig. Ohne Insulin, wissen wir alle, kommen wir in einen schwer lebensbedrohlichen Zustand und innerhalb von wenigen Tagen, der klassische Typ 1 Diabetes, der Mensch, der kein Insulin mehr produziert, verstirbt. Das ist gar keine Frage, dass es letztendlich lebensnotwendig ist, aber zu viel Insulin führt eben auch zu vielfältigen Problemen. Ja, man muss vielleicht da ganz kurz sagen, wenn Bodybuilder Insulin nehmen, ist das Doping und die machen auch noch ganz andere Sachen. Ja, die besorgen sich dann noch Metformin, die besorgen sich dann noch Schilddrüsenhormone, die besorgen sich dann noch Wachstumshormone, damit das überhaupt richtig knallt, damit alle Hormone anabol zusammenwirken. Da wird vielleicht auch noch Berberin genommen, heute heißt das GDAs, aber da geht es wirklich um Doping und da geht es um das richtige Steuern von Insulin zum Muskelaufbau. Aber bei der Frau, wenn die zu viel Insulin hat, dann wird das, wie gesagt, umgewandelt in Androgene. Und wenn eine Frau zu viel Androgene, also männliche Hormone zum Beispiel. Und eine Frau braucht nicht so viele männliche Hormone, weil die dann wieder umgewandelt werden in Östrogen. Und dann beginnt so ein Kreislauf, der nicht gut ist für den Hormonhaushalt. Ich kann mir jetzt hier bei Steffi Folgendes vorstellen. Sie hat sehr, sehr gut abgenommen damals. Es lief immer Bombe und dann auf mal nicht mehr. Und wenn sie jetzt PCOS hat, ich habe gerade gestern noch darüber geschrieben, es scheint so eine vorläufige Insulinresistenz zu geben, wenn man eine Zeit lang keine Kohlenhydrate isst, weil man ganz doll abnehmen möchte, dann schalten sich auch die Insulinrezeptoren ab und dann kann das Insulin nicht mehr wirken. Und dann war es vielleicht zu viel, dass sie dadurch vielleicht eine
Insulinresistenz bekommen hat und dann dieses PCOS in Gang gekommen ist. War denn vorher, als sie ganz bevor sie in deinem Coaching und bevor sie so stark abgenommen hat, war sie, da hatte, da gab es da überhaupt keine Probleme? Nee, sie bezüglich hatte, des Zyklus. Sie oder hatte bezüglich die Pille genommen, dann abgesetzt und dann lief auch alles wieder ganz gut und so. Wir haben jetzt noch eine Mitteilung. Wobei die Pille, muss man ja immer sagen, unterdrückt ja das Gesamtsystem. Genau, und da ist natürlich so, dass das PCO sich häufig auch nicht manifestiert oder nicht zeigt. Oh, geil, geil, hier ist eine geile Frage. Also wir kommen hier, wir können wahrscheinlich die ganze Nacht hier wieder reden und mitten in der Nacht kommen hier Fragen zu Ozempic, zu Metformin und zu Insulinresistenz. Also, was kann man tun? Die Frage ist natürlich, wie schlecht ist der HOMA-Index bei der Insulinresistenz, die auch viele Ärzte gar nicht messen. Also die Dame, die das jetzt fragt, man müsste wissen, wie schlecht ist die Insulinresistenz und man könnte sie ja wieder verbessern, alleine durch Ernährung, genau. Wenn man eine Zeit lang brutal, ich sag mal, wirklich die Kohlenhydratspeicher leer macht und dann wieder Kohlenhydrate gibt, um den Muskeln zu leeren. Wenn ich leer bin, möchte ich wieder welche aufnehmen. Also im richtigen Moment die Kohlenhydrate zu geben, damit sie wieder sensitiv wird. Also dann nur hungern oder nur Low Carb würde in dem Fall nichts bringen. Man müsste also zyklisch die Kohlenhydrate zuführen und dann dem Körper noch helfen. Da gibt es ja... Man grundsätzlich ja schon sagen kann, dass man eigentlich erstmal die Kohlenhydratspeicher nicht nur entleeren sollte, sondern auch schon jegliche Form von schnell aufnehmbaren Kohlenhydraten schon reduzieren sollte. Ja. Und unsere Ernährung ist ja schon sehr kohlenhydratlastig häufig. Also die DGE sagt ein Ei die Woche. Ja, das weißt du doch. Das mit der DGE, das lassen wir jetzt mal so unkommentiert. Yeah, okay. Ne? Da tun wir uns ja immer so ein bisschen schwer, aber wir wissen ja, dass wir diese Insulinstörung, wir nennen das mal so ein bisschen kaputte Insulin, reparieren können, indem wir, wann schütten wir weniger Insulin aus und wann reguliert sich das System wieder etwas besser, wenn wir weniger Kohlenhydrate aufnehmen. Ja, also insofern, ich weiß nicht, ob man es nur mit dem Zyklus abhängig so erklären kann, es ist immer sinnvoll, einmal die Kohlenhydratspeicher, wir sagen, über 2-3 Tage ganz stark zu entleeren und so ein Reset zu machen und danach wirklich Kohlenhydrate reduziert oder, wie wir es auch vorhin besprochen haben, entweder natürlich langsame ins Blut gehende Kohlenhydrate verstärkt zu essen, wie zum Beispiel Haferflocken und verpacken. Wie hast du es gerade? Carb-Pairing genannt. Das heißt, wir versuchen immer die Kohlenhydrate sozusagen mit Eiweiß und Fetten zu verpacken, dann gehen sie langsamer ins Blut. Schneller Anstieg vom Blutzucker führt dazu, dass wir teilweise eine überschießende Ausschüttung von Insulin haben, um den Blutzucker abzubauen, um den Zucker in die Zelle zu transportieren. Und das führt langfristig mit verschiedenen anderen Problemen zusammen oder Situationen zusammen, dann zu einer Insulinstörung, einer Insulinresistenz, die wirklich lange Zeit komplett oder die wir sehr gut behandeln, begleiten können, allein schon durch eine Ernährungsumstellung. Ja. Ne? Und vielleicht noch verstärkte Bewegungen, aber im Prinzip eine Ernährungsumstellung. Und da ist es mir zumindest mal ganz wichtig zu sagen, da diskutieren wir auch manchmal zusammen, ne? Dass es jede Form von Zucker ist. Nicht nur der weiße, auch der braune, auch der Honig, auch der Algarvendicksaft und auch das Obst stark reduzieren. Ja, wir sagen, ein paar Beeren sind in Ordnung, aber das Obst ist wirklich, der Fruchtzucker erhöht massiv den Blutzucker. Wir wissen, dass zum Beispiel eine Banane den Blutzucker verdoppelt innerhalb von einer halben Stunde. Das sehen wir auch an diesen ganzen Glukosemessern und an der Begleitung von den Menschen mit Diabetes. Obst ist wirklich, ich sage mal ein bisschen, manchmal eine neue deutsche Süßigkeit und man muss das Obst stark reduzieren und für viele ist ja immer noch Obst als massiver, gesundheitlich sinnvoller Faktor und wir wissen als kleines Kind schon, Obst ist gesund und wichtig und wie können wir denn sonst unsere Vitamine decken? Wir wissen heute, dass wir eigentlich durch Gemüse gut die Vitaminspiegel decken können und wie gesagt, ein paar Beeren sind in Ordnung, aber wir sind relativ in der Diabetologie, in der Behandlung der Insulinresistenz, weil es halt für viele Menschen auch sehr angenehm ist, die lieben Obst, ne? Und vielen ist natürlich Süßigkeiten klar, dass es sinnvoll ist zu reduzieren oder möglichst wenig zu essen, aber beim Obst ist man sich da eben nicht so klar oder sagen wir mal, das ist vielen nicht so bewusst. Und das sagen wir, darauf klären wir auf und das funktioniert in der Regel auch sehr gut, wenn man das deutlich reduziert und wenn dann kleines Obstmengen direkt hinter der Hauptmahlzeit, wie wir sagen, verpacken eben und nicht zwischendurch. Auch ein Apfel zwischendurch oder eine Banane zwischendurch oder das ein Brot, der Obstsalat, also ist nicht sinnvoll. Für die Leute, die da empfindlich sind, wäre es dämlich. Für jemanden, der viele Kalorien verbraucht, ist es sicherlich nicht so ein Problem. Aber die meisten Menschen bewegen sich ja nicht und die zu dir kommen, weil wenig, die haben da ein Problem mit. Also man kann zyklisch die Kohlenhydrate einsetzen als Nahrungsergänzung. Wenn man jetzt keine Medikamente nehmen möchte, dann wäre zum Beispiel Chrom ganz gut. Alpha-Liponsäure hatten wir vorhin angesprochen, dieses Berberin. Mhm. Heute heißt das ja diese
GDAs ist die Abkürzung für diese Kombination aus Chrom und so weiter. Das würde man nehmen, weil eben wurde noch... Das steht dann für GDA? GDA steht für Glucose Disposal Agents, also bessere Glucoseaufnehmer, Agents, also Helfer, ja. Ja. Glucose Disposal Agents, Agents, also, so. Zucker zur Verfügung stellende Substanzen. Nee, damit die den Zucker verbessern der Substanzen. Nee, damit der Zucker, besser aus dem Blut in die Zelle kommt. Mhm, genau, also der Blutzucker letztendlich wie Metformin wird gesenkt, halt, ne? Genau. Großteil oder der Blutzucker wird, oder der Zucker wird besser in die Zelle aufgenommen. Da, wo wir den Zucker haben wollen, als Energie, ne, für die Zelle, wir wollen ihn eben nicht verstärkt im Blut haben, sondern wir wollen ihn in der Zelle haben. Genau. Und das ist ja letztendlich das, was Insulin macht. Insulin, sage ich immer, ist wie so ein Transporter, wie so ein LKW, der nimmt sich sozusagen das Glukosemolekül und stimuliert ja dann über einen bestimmten Prozess den Insulinrezeptor und über einen bestimmten abhängigen Prozess wird dann über einen Glukosetransporter der Zucker in die Zelle transportiert. Also wie auch immer, das Insulin bringt den Zucker in die Zelle. Du bist heute voll im... Meine Uhrzeit. Im Medizinmodus hier. Ne? Bei mir stimmt irgendwas nicht mit der, wie heißt das mit dieser... Biorhythmus. Ja, oder diesen, genau, da sagt man doch immer, dass man alles in diesem speziellen Tagesrhythmus, Clock-Rhythmus da... Ja, bestimmt, das gibt es auch. Aber wir hatten noch zwei sehr, sehr geile, nicht geile, sondern schöne Anmerkungen. Und das ist das Schöne hier bei dir, wenn wir zusammen diese Podcasts oder Instagram machen, dass da immer Kommentare kommen. Ja, das ist total klasse. Toll, dass ihr um diese Uhrzeit auch dabei seid und das somit aktiv gestaltet. Zum Beispiel war noch eine Frage Metformin. Metformin wäre jetzt also ein Medikament, was die Glukoseaufnahme erhöhen könnte. Allerdings hat es auch und die Insulinsensitivität verbessert. Genau, das also das Insulin wieder besser wirken lässt. Ja. Hat noch andere Vorteile, Blutfett geht auch runter, der Nachteil ist, B12 wird zerstört und Androgene werden runtergedrückt, was gut ist beim PCOS zum Beispiel, aber für den Mann oder für den, der wenig Androgene hat, ist es natürlich wieder blöd. So, und dann war die Frage nach Ozempic und ich habe heute oder gestern auch wieder ein Ozempic-Video gesehen von einem Coach. Es gibt so im Fitnessbereich so Coaches, die Leute vorbereiten, so nennt man die, die arbeiten auch viel mit Medikamenten. Und der hat da was erzählt, was für mich persönlich nicht stimmte, aber deswegen mal hingucken, ist er tatsächlich etwas dran, dass man bei zu wenig Kalorien wirklich nicht mehr abnehmen kann oder auch bei Insulinresistenz, das machen wir gleich, Colin. Wir wollen einmal ganz kurz auf dieses GLP-1 Antagonist eingehen, das sogenannte Ozempic. Mhm. Ja, da wurde zum Beispiel in diesem Video gesagt, dass Ozempic im Gehirn wirkt. Mhm. Das stimmt nicht. Ja, also wir sagen schon, es hat sowohl zentrale Effekte im Gehirn als auch im Magen-Darm-Trakt insgesamt oder auch in der Zelle. Also wir sagen immer, es gibt ganz viele unterschiedliche Effekte. GLP-1, das Ozempic, das Semaglutid ist ja eigentlich ein natürliches Magen-Darm-Hormon, was wir auf eine Mahlzeit hin normalerweise ausschütten. Und wenn wir ganz normal essen, schütten wir eigentlich dieses Hormon aus. Und bei vielen Menschen ist diese Ausschüttung nicht mehr optimal und funktioniert nicht mehr im gleichen Maße. Und dieses Magen-Darm-Hormon, Glucogen-like Peptide, führt dazu, dass wir sowohl im Gehirn Sättigung und Appetit anders regulieren. Also wir haben ein schnelleres Sättigungsgefühl, wir haben geringeren Appetit, wenn wir eine gewisse Menge zu uns nehmen, durch die Ausschüttung dieses Magen-Darm-Hormons. Wir haben aber gleichzeitig auch, unsere Magenentleerung wird verlangsamt, unsere Glukoseaufnahme, die Zuckeraufnahme in die Zelle wird verbessert, der Fettstoffwechsel wird verbessert, es kommt zu vielfältigen Funktionen, also dieser ganze Magen-Darm-Entleerung, die Verarbeitung des Zuckers wird sozusagen verbessert. Ja, sowohl aber auch der Stoffwechsel, es muss offensichtlich auch noch einen stoffwechselanregenden Effekt haben und es hat auf jeden Fall, jedenfalls ist es so beschrieben, auch im Gehirn einen Effekt, also so wie gesagt, im Magen-Darm-Trakt, in der Aufnahme in die Zelle, als auch im Gehirn auf Appetit und Sättigung. Das ist die sogenannte Fettwegspritze, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, so, die ja immer vergriffen ist, ist eigentlich für Diabetiker, aber Diabetiker bekommen die nicht. Also klar... Vielleicht war eben noch diese Frage, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt schon aufnehmen sollen mit der Insulinresistenz, weißt du, und wenigen Kohlenhydraten. Nee, warte, wir sind noch nicht fertig mit Ozempic. Also Tatjana sagt, man denkt gar nicht mehr an Essen. Wo muss man jetzt sagen, Tatjana hat was anderes genommen, nicht das Ozempic. Wegovy ist ja auch Semaglutid. Es gibt ja Litragutid gibt es ja auch noch. Das wirkt etwas anders. Aber das, was mich immer wundert bei der Beschreibung von Ozempic, ist, dass auch schneller Insulin ausgeschüttet wird. Das ist aber richtig dann.
Ne? Ja, das wird also damit es wird schneller von, ausgeschüttet, ja, für den Diabetiker, genau, damit das Zeug oder der Zucker damit schneller in die Zelle kommt. Genau. Also es wird schneller Insulin ausgeschüttet, die Magen-Darm-Sektion wird, also die Magen-Darm-Verweildauer wird, wird verlängert, sodass man länger Dings hat. Länger an Sättigung und schneller an Sättigungsgefühle berichten auch, dass sie wirklich einfach deutlich kleinere Portionen und einfach auch deutlich weniger diesen Heißhunger, diesen Appetit haben und dass sie auch, wenn sie früher zum Beispiel viele Jahre schon Verschiedenstes probiert haben und kaum Gewicht abnehmen konnten, dass das schon eine massive Unterstützung bringt. Das gehört natürlich immer begleitet und in ein vernünftiges Gesamtkonzept. Das ist immer ganz wichtig für Aber mich zu sagen. Aber es gibt natürlich jetzt diese Lifestyle-Coaching-Agenturen, die verkaufen das übers Internet. Das finden wir natürlich eine Katastrophe. Das ist natürlich für einen Arzt ein Tritt ins Gesicht. Genau, das geht gar nicht am reines Gesamtkonzept. Ja. Das ist es sicherlich eine viele Menschen, da muss man wirklich gucken, welche eine Unterstützung gibt. Man hat natürlich sehr starke Magenschmerzen, also es sind, oder da sind wahrscheinlich Darmschmerzen. Also ja, die haben halt schon Übelkeit, starke Übelkeit und ich sage immer so, die haben nur dieses Kötterigkeitsgefühl und das insbesondere am Anfang, deswegen macht man es ja auch einschleichend. Ja. Aber die ersten Wochen sind schon für viele Menschen hart, aber man muss auch wirklich sagen, wir haben wirklich viele Menschen, die auch wirklich gut Gewicht abnehmen können, wie gesagt, in der Begleitung, in einem Gesamtkonzept, aber auch gemeinsam mit uns und schon auch sehr dankbar und glücklich sind, denen schon deutlich besser geht, die sich dann natürlich auch wieder besser bewegen können, wenn sie 10, 15 Kilo, wenn sie wirklich deutlicher übergewichtig sind, abnehmen können. Und dann kommt man sozusagen aus diesem Teufelskreis raus. Und man verbessert ja schon auch die Blutzuckeraufnahme und den Cholesterinstoffwechsel etc. Blutdruck sinkt häufig darunter. Für manche Leute ist es ein Segen. Wir wissen, Ozempic hat einen Erfolg von ungefähr 13%. Es gibt jetzt drei GLPs zusammen, die haben 23% Gewichtsreduktion. Die ist also noch besser. Ich bin gespannt, wie das da laufen wird. Ist auf jeden Fall eine neue Ära. Das Problem ist nur, sind die Schmerzen. Und das Problem ist, dass die Leute, also in Amerika ist es ja so, dass da jetzt die Schönheitskliniken aus dem Boden kommen, wie Pilze aus dem Boden, weil die Leute so viel abnehmen und die Haut so hängt. Weil die machen alle kein Muskeltraining und die machen alle kein Eiweiß, sondern die hungern sich die Muskeln weg. Da geht natürlich das Gewicht runter, aber sie werden ganz schlaff. Dafür gehen jetzt die Aktien von Süßigkeiten runter, weil die essen weniger Süßigkeiten mittlerweile. Also etwas auf jeden Fall. Wir versuchen das ja mal zu begleiten, indem wir zum Beispiel auch eine Biermessung machen und wirklich gucken, dass sie nicht Muskulatur abnehmen, sondern hauptsächlich Fett. Ich muss immer näher rangehen. Ist natürlich sinnvoll und wichtig. Ne? Also deswegen sage ich immer, das gehört in begleitetes Konzept. Das ist natürlich nicht die Idee, dass man das irgendwo mal zwischendurch verschreibt und schon gar nicht sich irgendwo besorgt. Ne? Man muss das schon begleiten. Aber dann ist es wirklich, ich finde es sehr schön, wie du es gesagt hast, kann es wirklich für viele auch ein Segen sein. Die eine Frage war, hast du Patienten, den du Ozempic verschreibst? Ja, ich habe eine ganze Reihe von Patienten, die wir schon viele Jahre betreuen. Kriegen die die volle Dröhnung? Schaffen die die volle Leistung? Bis 2 Milligramm. Also eigentlich machen wir bei Ozempic ja tatsächlich mit 0,25 Milligramm. Einmal wöchentlich fängt man an, in der Regel für 4 Wochen. Dann erhöht man auf die halbe Dosis 0,5 Milligramm für weitere 4 Wochen. Manche Patienten merken dann schon eine deutliche Veränderung. Manchmal gebe ich denen dann auch ein bisschen länger noch 0,5, weil die schon sehr gut Gewicht abnehmen. Andere steigern mal nach 4 Wochen, also nach insgesamt dann 2 Monaten, eigentlich auf 1,0 Milligramm pro Woche Semaglutid, also Ozempic. Als Fertigspritze gibt es das ja in der Regel, oder es liegt ja als Fertigspritze vor, spritzt man sich in die, unter die Haut. Und das funktioniert in der Regel, wie gesagt, sehr gut. Und ist das ist 1,0 ist eigentlich die höchste Dosis. Gibt ja jetzt zu der reinen Gewichtsabnahme das Semaglutid als Wegovy. Ist ja das gleiche, wie du richtig sagtest. Auch gleiche Firma, gleicher Inhaltsstoff. Da gibt es tatsächlich Dosierung bis 1,7 und auch bis 2,4 Milligramm. Okay. Und du hast recht, früher hat man auch, aber eigentlich war zur Behandlung des Typ 2 Diabetes, was ja jetzt eigentlich nur noch für den Ozempic der Fall ist, war es ja so, dass die eigentlich nur bis 1,0 gehen. Zur Gewichtsreduktion geht man eben auch höher. Genau. Also, aber man muss sagen, bei 1,0 nehmen schon viele wirklich gut ab. Ne? Also bei der mittleren Standarddosis würde ich das jetzt mal nennen, oder? Dieses Ozempic wird natürlich im Bodybuilding auch wieder eingesetzt, zu Dopingzwecken. Allerdings setzt man es da anders ein, und zwar man nimmt es nach der Diät, um dann nicht den Jojo-Effekt zu haben. In der Diät, du bereitest dich auf den Wettkampf vor, gehst mit den Kalorien runter, gewöhnt sich an das wenige Essen, dann ist der Wettkampf vorbei und dann fehlt den meisten Menschen auch die Vision.
Also, Moment mal, wo ist mein Ziel? Der Wettkampf ist vorbei, ich muss jetzt keine Diät mehr machen, ich kann mehr essen. Und dann Und nehmen dann die gibt es zu. Leute, die dann tatsächlich in 1, 2 Wochen 15 Kilo zunehmen können, je nachdem, wo sie stehen. Und für die im Underground, sag ich mal, wird Ozempic dann empfohlen, damit man dann nicht so viel isst und seine Form halten kann. Für die Gewichtsreduktion selber in der Wettkampfvorbereitung macht es keinen Sinn, weil das aus ethischen Gründen wohl nicht gemacht wird, weil man muss leiden. Je mehr man leidet, desto besseren Platz macht man, sagt man so. Also auch hier wird es eingesetzt später. Wenn man diese BIA-Messung macht, dann finde ich Ozempic gut. Ja, also wenn du schwer bist und hast schlechte Blutwerte und du kriegst Ozempic vom Arzt verschrieben und du hast eine BIA-Messung, also eine Körperzusammensetzungsmessung und du Und natürlich auch verlierst noch eine und Blutanalyse, ja, ne, eine mit allem. Blutanalyse und du verlierst wirklich nur Fett und wenig Muskeln, dann ist es okay. Und das sehen wir wirklich teilweise, das insbesondere das Bauchfett, das ist das böse Fettgewebe ist, was ja entsprechende Stoffe produziert, was ja auch Bluthochdruck, erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko macht, das wird dann wirklich häufig gut reduziert. Ja. Und ich habe wirklich viele Patienten, wir begleiten wirklich viele Patienten, sowohl im Adipositas bzw. in unserem Diabeteszentrum am UKE, als auch bei mir in meiner Praxisstruktur, in der ich ja, ich bin ja 2 Tage die Woche am UKE, an den anderen Tagen in meiner Praxis. Und da haben wir wirklich viele Menschen, die wirklich sehr gut Gewicht abnehmen können, die auch wirklich sagen, sie haben viele, viele Maßnahmen vorher versucht und konnten nicht in gleicher Weise abnehmen und sind dann wirklich aus diesem Teufelskreis. Die sind wirklich erleichtert und sagen, sie haben wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich habe einen Patienten, der hat mir ganz süß seine Bilder zur Verfügung gestellt. Der hat wirklich, ich glaube, innerhalb von 2 Jahren, ich glaube, über 30 Kilo abgenommen oder 35 Kilo, hat mir sein Vorher-Nachher-Bild zugesendet mit einem ganz lieben Dankesgruß und hat halt nochmal gesagt, dass er teilweise im Büro gar nicht mehr, dass man fragt nach ihm, weil er nicht mehr erkannt wird im Büro. Also man denkt immer so, wo ist denn jetzt mein Herr so und Ja. so, ne? Und dann hat er mir jetzt, und das hat mich besonders bewegt, und deswegen erzähle ich die Geschichte, wenn ich es ganz kurz in eine Sekunde sagen kann, hat er mir Bilder von seinem Halbmarathon geschickt, in seinem ersten Halbmarathon. Er hat nie Sport gemacht, hat sich einen Personal Coach dann irgendwann genommen oder einen Personal Trainer, besser gesagt, und hat jetzt wirklich seinen Halbmarathon gelaufen und in Barcelona und war einfach unfassbar dankbar und glücklich und sagt, das hätte er sich nie vorstellen können. Und er hat weit über 100 Kilo gewogen. Ich glaube, weiß gar nicht, warum der angefangen hat, 120 oder irgendwie sowas. Und ja, wiegt jetzt irgendwie um die 80 Kilo. Also das ist wirklich ja, ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal ähnliche Bilder oder sowas reinstellen darf. Es ist wirklich beeindruckend. Aber auch natürlich viele, viele Frauen, die wirklich sagen, ich habe über Jahre gekämpft. Und aber immer wichtig, es gehört in ein Gesamtkonzept. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, dass wenn man, was weiß ich, was teilweise wird ja das eingesetzt, wenn jemand von, weiß ich nicht, Von Anfang Mitte 60 Kilo oder von 56, ja. 56, auch manchmal extrem auf 50 Kilo abnehmen, das ist natürlich nicht die Sinn der Sache, da sind wir uns alle einig. Ja. Aber es ist eben tatsächlich eine auch ganz neue Ära, muss man sagen, die uns auch viele, viele Jahre jetzt begleiten wird. Und genauso wie du sagst, ne, es kommen viele Nachfolger, es gibt ja jetzt bereits eine Kombination aus mehreren Magen-Darm-Hormonen, die übrigens deutlich besser in der Ja. Verträglichkeit sein soll Ja. und auch noch effektiver sein ist. Und ja, wir werden abwarten, was weiter passiert. Ich denke, man sollte sich nicht verschließen, man sollte sich auseinandersetzen, man sollte gut begleitet werden. Und in dem Zusammenhang funktioniert das dann sehr Ich gut. muss morgen mal raussuchen, wie das heißt. Ich habe da diese Also das Studie. Monjaro ist ja von Lilly, von der Ja, Firma Lilly. Lilly war das genau. Genau, Lilly ist seit Anfang des Jahres, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal eingesetzt, aber wenig bisher. Das heißt Monjaro und ist eine Kombination aus GLP-1 und GIP. Gastrointestinales Peptid oder sowas. Ja. Und das ist deutlich wohl, macht wohl deutlich weniger Übelkeit und der Effekt scheint noch größer zu sein. Gut, wir haben jetzt hier eine Frage noch, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Für wen gibt man das nicht? Also man gibt das nicht für Magersüchtige und nicht für Leute, die nur 3, 4 Kilo abnehmen wollen. Dafür gibt man es nicht. Man muss es aber auch selber zahlen, ne? Und oder wie ist es? Ja, also bei dem Diabetes, wenn man die Behandlung des Typ-2-Diabetes ist es ja in der Regel, wird es ja häufig übernommen. Okay. Aber das zur Gewichtsabnahme, und davon sprechen wir jetzt ja, glaube ich, hier hauptsächlich, Nee, ja. da ist es tatsächlich eine Eigenleistung. Ne? Da wird Genau. das nicht von den Kassen erstattet. Ja, da muss man halt sehen, ob man mit den Nebenwirkungen da zurechtkommt. Ich habe viel gehört, so von. Aber was sind so richtige. Was ich Also das gehört habe, sind Klassische so eigentlich, diese Magen-Darm. Selbstmordgedanken. Habe ich viel gehört. So dass, nicht heißt viel, aber kam auf, dass es wohl doch irgendwas verursacht, dass man auch Selbstmordgedanken hat oder so schlechte Laune bekommt. Also, welche richtigen Nebenwirkungen hat es? Macht es was für die Also Leber? eigentlich sagt man, sieht man ja hauptsächlich diese Magen-Darm-Irritation. Manche kriegen auch Durchfälle, viele haben auch verstärkt Verstopfung und berichten halt über diese Übelkeit. Manche müssen sich auch
seltenen Fällen auch mal übergeben tatsächlich. Also die haben schon, deswegen macht man ja diese einschleichende Dosis und begleitet die eigentlich auch, dass man zum Beispiel auch erstmal auf der halben Dosis längere Zeit bleibt, wenn man wirklich stärkere Beschwerden hat. Viele sagen, dass es doch nach einigen Wochen, Monaten deutlich besser wird und dass sie auch wirklich deutlich kleinere Mengen essen und dass sie sich inzwischen wohlfühlen. Aber in der Anfangszeit berichten viele eben, wie gesagt, hauptsächlich über diese Magen-Darm-Beschwerden, über diese starke Übelkeit. Und dann berichten sie auch darüber, dass sie häufiger müder sind und weniger leistungsfähig, dass sie schlapper sind. Ja. Das ist das, was auch häufiger beschrieben wird. Auch da muss man natürlich wieder gucken, hat er eine ausreichende Mikronährstoffversorgung, hat er eine ausreichende, vernünftige Zusammensetzung seiner Ernährung, vor allen Dingen zum Beispiel im Rahmen seiner Biermessung, hat er jetzt nicht Muskulatur massiv abgebaut. Ne? Das ist natürlich wichtig, das würde natürlich dann einem auch sozusagen Kraft nehmen. Und dann eigentlich im Rahmen der Blutbildveränderung sieht man eigentlich wenig, muss man sagen. Es gibt ja immer wieder diese Warnung vor Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wir sehen das ehrlich gesagt ganz selten, dass das zur Erhöhung der Bauchspeicheldrüsenentzündung kommt. Zur Leberwerterhöhung sieht man auch sehr selten. Es hat schon eine deutliche Verbesserung eigentlich eher auf diese Veränderung, zum Beispiel die Fettleber, die ja häufig bei Übergewicht entsteht oder bei diesen, wie gesagt, Blutzuckerveränderungen, Cholesterinstoffwechsel. Und es ist ja auch auf den großen Kongressen gezeigt worden, dass es tatsächlich das Herz-Kreislauf-Risiko deutlich verbessert und Herzinfarkt und auch Schlaganfall wirklich deutlich senkt. Wir sprechen immer von Menschen, die deutlich übergewichtig sind und die ein, wir nennen das ja metabolisches oder ein Stoffwechselproblem haben, ja? Die hohe Cholesterinspiegel haben. Erhöhte Blutzucker, erhöhten Blutdruck haben, das wird deutlich verbessert. Aber es ist eine Durststrecke über doch einige Wochen, teilweise Monate, wo es denen doch schon eine stärkere Magen-Darm-Unverträglichkeit, yeah. Übelkeit und teilweise eben auch verstärkte Müdigkeit und manchmal sehe ich aber eher selten so eine Niedergeschlagenheit vermerkt. Mhm. Das erinnert mich gerade jetzt hier an unser Anfangsgespräch, als die Kamera noch nicht lief, wo ich ein bisschen von mir erzählt habe, du hast ein bisschen von dir erzählt. Und das ist das Schöne bei Frau Dr. Algenstedt, sie ist eigentlich klassische Internistin, so hast du gesagt, über Reih und Glied und es gibt nur Laborwerte und sonst nichts. Und irgendwann jetzt fängst du sogar an, über Nährstoffe zu reden und über Nahrung zu reden. Also bei Petra gibt es ganzheitlich und deswegen bin ich auch so gerne bei diesen Treffen dabei, bei den Ernährungsmedizinern, die nicht nur nach Laborwerte reden und sogar von Eiweiß reden und Muskeltraining, haben wir heute auch noch gehört. Muskeltraining in Verbindung mit Cardiotraining soll das Beste sein. Wer hätte das gedacht? Und das sagen jetzt die Ärzte. Ja, das ist erstaunlich. Das dauert. Also ne? Manchmal lernen wir doch noch bei euch dazu. Meine, manchmal lernen wir noch was dazu. Was kann es sein? Auf Hitzewallung. Also ich muss ganz, ich kann das nur so zurückgeben. Ich finde das total beeindruckend, wie du das gestaltest und wie, was du für ein breites Wissen hast und wie man verschiedene Bausteine über Mikronährstoffe, über bestimmte Pflanzenstoffe, wie man wirklich auch in den Hormonhaushalt eingreifen kann, wie man in den Stoffwechsel so eingreifen kann. Ich lerne da immer noch ganz viel dazu, muss ich sagen, weil wir manchmal banal einfach nur bestimmte Medikamente einsetzen. Ja. Aber ich versuche immer mein Spektrum zu erweitern und bin auch neugierig. Ich bin auch ganz, finde das auch wirklich toll, was ich in den letzten Jahrzehnten eigentlich dafür entwickelt, wie sich das entwickelt hat und wie breit wir jetzt auch uns dafür interessieren, einfach in dieser Prävention, in dem Gesundheitsgedanken, in dem Longevity, ich kann es nicht aus hier ausdrücken. Longevity. Longevity. Ich weiß nicht genau, warum das so betont wird, ja, aber ich, wenn ich es noch ein paar Mal übe, dann klappt es gut. Nein, also Longevity in was haben wir jetzt noch alles neuen Wörtern, wie auch immer. Und so. Genau, Biohacking, Longevity. Ja. Wir haben gerade wieder 4 Stunden, also Zoom über hier verschiedene. Also es ist auf jeden Fall spannend und es bleibt nicht stehen und das ist auch. Und ich finde es auch toll, dass sich so viele Menschen dafür interessieren. Das ist Wahnsinn. Dass wir es einfach breiter gestalten können. Und dass wir viele Möglichkeiten haben. Und ich sage immer, am Prinzip ist es wirklich ein breites, aber auch letztendlich individuelles Konzept. Für jeden Einzelnen muss man es letztendlich zusammenstellen. Und da gehören verschiedene Faktoren zusammen. Und es sind dann die Bausteine, die wir unserem Körper liefern und schauen, wie können wir ihn am besten unterstützen. Und das ist, muss man ehrlicherweise schon so sagen, es ist nicht so, dass ich rein durch eine, in der Regel muss man es schon sagen, zumindest nur durch eine Ernährung mehr alles vollständig zuführen kann. Ne, also in vielen Situationen sind wir auf jeden Fall, brauchen wir mehr. Vitamin D ist so ein klassisches Beispiel. Ja. Vitamin D können wir nicht ausreichend durch die Nahrung decken. Bei DGE können wir nicht anfangen. Bei DGE können wir nicht anfangen, genau. Das auch nicht. Also Vitamin D und DGE, also wir haben noch in den Fragen noch zwei, drei Fragen noch gehabt. Die machen wir noch, wenn du noch Zeit hast.
Aber vielleicht für euch, die noch dabei sind, und das könnt ihr auch gerne so weitergeben, wir haben heute erst so spät angefangen, weil wir die ganze Zeit ein Konzept entwickelt haben, wie wir ganz vielen Menschen helfen können, gesünder zu werden, auch mit bioidentischen Hormonen. Wir reden nicht von synthetischen Hormonen, wir reden von bioidentischen Hormonen. Wenn euer Arzt sagt, braucht man nicht, oder Wechseljahre, da musst du durch und so, diese typischen Geschichten, da sind wir jetzt für euch da, um euch da zu helfen. Wir bauen da gerade so ein System auf, auch mit Blutuntersuchungen, mit Analysen, dass man wirklich sehr, sehr vielen Menschen jetzt helfen kann. Also bleibt dran, bleibt hier auf diesem Channel, bleibt auf dem Channel von Petra, und wir werden also ein Produkt kreieren, um noch mehr Menschen helfen zu können. So, das nur nebenbei, das war der Werbeblock, und jetzt geht es weiter mit dem Thema, kann ich bei Insulinresistenz nicht mehr abnehmen? Andreas, weiß ich immer nicht, was als nächstes kommt, aber er hat immer spannende Themen und jetzt. Nee, das war denn da auch eine Ach so, Frage, ne? okay, Ich gut. hatte eigentlich gedacht, wir reden ein bisschen über PCOS und dann kommt das und das. Eigentlich brauchen wir eigentlich nur anfangen zu reden und dann kommen schon die Kommentare. Also, wir wollten reden über Insulinresistenz, kann man dann nicht mehr abnehmen. Es wird auf jeden Fall schwerer, weil der Körper mit dem Insulin nichts mehr anfangen kann. Und das Insulin, wenn das nicht in die Muskeln kommt, dann geht es zur Fettzelle und dann baut man auf. Meistens hat man dann noch eine Fettleber dabei, ist häufig so, ne? Man hat noch eine Fettleber dabei, dann wird es auch noch schwieriger. Ach, guck mal, wir haben den Teilnehmer. Ja. Marcel ist dabei. Marcel, Ja, du schön. darfst morgen Frau Dr. Eigenstedt anrufen. Wir haben heute deinen Glücksfall besprochen. Jetzt machen wir das öffentlich. Der neue Patient von dir ist Marcel. Er ist gerade hier drin. Du darfst sie morgen anrufen und dir wird geholfen. So. Insulinresistenz bedeutet ja, das Insulin funktioniert nicht mehr an der Muskelzelle. Alles, was man als Zucker hat, geht dann in Richtung des Körperfetts und es wird dann schon schwieriger abzunehmen. Man müsste dann, wie wir es vorhin gesagt haben, die Kohlenhydrate reduzieren, die Kohlenhydratspeicher leer machen durch Training und dann auch wieder auffüllen, also dem neu anlernen, dass der Körper wieder Insulin gebrauchen kann. Und ob man jetzt durch zu wenig Essen irgendwann nicht mehr abnehmen kann, ja, das stimmt. Also der Körper hat dann sogenannte Schutzmechanismen, dass er sagt, Moment mal, die Belastung ist jetzt so hoch. Und das Essen ist so wenig, ich muss jetzt Schutzmechanismen bilden, damit ich nicht sozusagen sterbe, weil ich da sozusagen verhungere. Und da hat er verschiedene Möglichkeiten. Er kann die Schilddrüse, er kann die Körpertemperatur runterfahren, er kann das Ghrelin hochfahren, dass man mehr Hunger hat, er kann das Leptin runterfahren, dass man nicht mehr so gut gesättigt ist. Und deswegen ist das immer so ein ganz schmaler Grat zwischen genug Essen und zu wenig Essen, damit das gut läuft. Und mein Tipp ist immer, dann auch wirklich bewusst zu cyclen, auch wenn man glaubt, ich muss mehr abnehmen, wirklich mal die Kohlenhydrate hoch und dann wieder runter. Und je höher, weil diese brutaler, diese von oben nach unten ist, desto mehr T3, also Schilddrüse, wird gebildet und desto besser kannst du langfristig abbauen, abnehmen, wenn du natürlich insgesamt weniger isst, als du brauchst. Aber diese Schwankung macht es dann aus. Ich muss noch mal eben gucken. Und es ist wirklich nochmal wichtig, mir zu sagen, dass dieses Insulin, du hast es ja alles schon zusammengefasst, aber das Insulin ist wirklich, erkläre das immer gerne so, Insulin, also verstärkte, erhöhte, bei Insulinresistenz messen wir ja auch hohe Insulinspiegel. Also es ist ja nicht nur, dass das Insulin nicht mehr im gleichen Maße arbeitet, sondern weil es eben nicht mehr so perfekt arbeitet und nicht mehr so gut den Zucker in die Zelle transportieren kann, Wird wird immer ja mehr gebraucht. verstärkt Insulin ausgeschüttet. Also kompensatorisch wird aus der Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausgeschüttet. Das heißt, wir haben hohe Insulinspiegel, die wir wirklich messen können, mittels des HOMA-Index zum Beispiel, Verhältnis Glucose, also Zucker zu Insulin. Es wird ja gezeigt in diesem HOMA-Index, und wenn der erhöht ist, sprich, wenn wir einfach erhöhte Insulinspiegel haben, können wir wirklich ganz schlecht Gewicht abnehmen, und zwar einfach, weil Insulin uns mästet, also in hohen Mengen natürlich, ja. Also Insulin baut Fettgewebe auf, genau wie wir es eben gesagt haben. Es ist das aufbauende Hormon schlechthin. Und ich sage immer, Insulin und Fettgewebe sind gute Freunde. Wenn ich viel Insulin habe, baue ich mehr Fettgewebe auf, und es fällt mir ganz schwer, Gewicht abzunehmen. Das heißt, ich muss eigentlich erst die Insulinspiegel runterbringen. Wie bringe ich sie runter? Indem ich meine
meine Zuckerzufuhr, meine Glukosezufuhr, also meine Zuckerzufuhr reduziere. Und das mache ich eben durch Kohlenhydrat- und Zuckerreduktion jeglicher Art, einschließlich Obst. Ja, also ich kann halt nur meine Zuckerspiegel senken, indem ich mir nicht weniger, unbedingt weniger Eiweiß, weniger Fett, sondern eben indem ich mir weniger Zucker zuführe. Und dann habe ich auch eine geringere Insulinausschüttung und ich kann wieder besser Gewicht abnehmen. Und ich muss diesen Teufelskreis, oder das ist aus meiner Sicht häufig sehr wichtig, und das erlebe ich auch tagtäglich bei meinen Patienten, durchbrechen und einmal die Insulinspiegel runterbringen. Ich sage immer, das ist wie eine Art Entzug für einige Tage, wo man wirklich die Kohlenhydratspeicher möglichst reduziert oder leert und weniger, deutlich weniger Kohlenhydrate zuführt. Und dann funktioniert dieser Mechanismus auch wieder. Dann kann ich auch wieder Gewicht abnehmen. Aber hohe Insulinspiegel mästen, hohe Insulinspiegel füllen Fettgewebe auf. Wenn man krank ist, ja. Also grundsätzlich ist Insulin nicht böse und Blutzuckerspitzen sind auch ganz normal. Und wenn du dich unterkalorisch ernährst oder du bist nicht zu dick, dann ist auch mal Zucker in Ordnung und auch Insulin ist in Ordnung. Das Plus kommt irgendwann dann, wenn du eine Zeit lang vergessen hast, dein Gemüse zu essen, seit dann keinen Sport gemacht hast und schon Übergewicht hast. Und dann das Insulin ist das Problem, dass du dann nicht mehr abnehmen kannst. Ja, also grundsätzlich ist Insulin nicht, also Insulin kann gut oder böse sein. Richtig, das genau. Ist, also kleine Mengen und mittlere Mengen Insulin brauchen wir lebensnotwendig, keine Frage. Nur wenn ich ständig zu viel Insulin zu mir nehme, beziehungsweise ständig zu viel Zucker zu mir nehme und auch häufig, wir sagen ja auch gerne, längere Zeiten zwischen den Mahlzeiten lassen, nicht zwischendurch essen. Wenn ich eine Kleinigkeit immer zwischendurch zum Beispiel esse, habe ich immer wieder einen Blutzuckeranstieg und immer wieder eine verstärkte Insulinausschüttung, teilweise jedenfalls, wenn der Mechanismus nicht mehr ganz, wenn das nicht mehr ganz perfekt reguliert ist. Und dann stecke ich eben in diesem Problem. Und was uns eben wichtig ist zu sagen, das ist nichts etwas, das erlebe ich auch manchmal bei meinen Patienten, die denken dann, ich habe eine Insulinresistenz, ich kann nichts dagegen tun, das ist jetzt ein unabdingbarer Zustand, das ist wirklich nicht der Fall und dafür möchten wir, glaube ich, auch mit aufmerksam oder wirklich nochmal darauf erinnern, man kann das wirklich durch eine Ernährungsumstellung und häufig noch eine Unterstützung, zum Beispiel durch entsprechende Mikronährstoffe, durch Brom und so weiter können wir ja. Und was hast du eben noch genannt? Berberin, Brom und was? Chrom, Berberin und die sogenannten Alpha-Liponsäure, die GDAs, das sind diese Kombinationen. Mikronährstoffe kann ich dann auch nochmal zusätzlich die Situation verbessern, aber ich muss einfach längere Zeiten zwischen den Mahlzeiten lassen. Gerne natürlich frische, unverarbeitete Produkte, reich an Gemüse, reich an Ballaststoffen, reich an wertvollen Fetten auch. Und zusätzlich bauen wir ja gerne auch immer ab und zu das Intervallfasten ein. Na, also zumindest kann man das immer mal wieder machen und dann auch damit kann man ja dann auch mal wieder die Insulinspiegel runterbringen und dann repariert man, sage ich immer, das Insulin. Und natürlich brauchen wir eine entsprechende Menge Insulin. Das ist gar keine Frage, nur zu viel ist halt ein Problem. Wow, wir haben schon wieder so viele neue Themen. Intervallfasten für Frauen, bitte nur in der ersten Zyklushälfte um den Eisprung rum, dann ist später vor der Menstruation bitte nicht, weil dann das Progesteron spinnt und wenn du dann noch wenig isst, dann drehst du nur durch schlechte Laune. Das macht keinen Sinn. Intervallfasten ab und zu mal, wie gesagt, um den Eisprung rum ist es am besten und dann nicht jeden Tag, sondern dann kann man die Insulinresistenz gut verbessern und natürlich auch das Gewicht reduzieren. Das ist die eine Sache, jetzt muss ich kurz den Cycle noch erklären. Cycle bedeutet, je brutaler du cyclest, desto besser. Wenn du zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag essen darfst, jetzt so laut deinem Plan, dann sind das in 2 Tagen 4000 Kalorien. Und wenn du einen Tag 1000 isst und den anderen Tag 3000, dann hast du insgesamt trotzdem 4000. Dann wäre der Cycle brutal und gut. Wenn das natürlich mit 1000 ist, schon echt ein bisschen wenig. Wenn man das dann ein bisschen neu aufteilt, auf 1,8 und 2,2 zum Beispiel, das wäre auch gut. Nur, dass man sollte gerade bei der Schilddrüse immer rauf und runter mit den Kalorien. Also du meinst im Prinzip, wenn ich das nochmal so mit anderen Worten sage, meinst du einfach nur, man soll immer, man soll sozusagen nicht möglichst immer das Gleiche, sage ich jetzt mal, zuführen oder die gleiche Anzahl an Kalorien oder essen, sondern man soll halt eben dem Körper praktisch diesen Unterschied, also einmal hoch, einmal relativ viel und eher ganz wenig, damit er sozusagen darauf regulieren kann oder seine Mechanismen regulieren kann, sonst passiert nichts. Wenn ich immer relativ gleich, also passiert natürlich schon, wenn ich unterkalorisch und wenn ich stark meine Kohlenhydrate reduziere, funktioniert das in der Regel schon gut. Und aber trotzdem ist es, scheint es offensichtlich dieser Effekt, was wir auch letztendlich wieder heute im Biohacking und so weiter immer wieder gehört haben, im Long
Longevity, ich kann jetzt nicht aussehen, Longevity, ja. Also, dass wir immer wieder lernen, dass es wichtig ist, dem Körper Stressreize auch bis zum gewissen Maß zu setzen, ja, wie den Kältereiz zum Beispiel, durch das Eisbaden und so weiter, dass man Stress durch Stressreize setzen, ja, im Prinzip bestimmte positive Faktoren ja, hervorrufen, ja, kann. Stress ist, wenn du Erfolge haben willst, brauchst du Stress, positiven genau, Stress. Du musst den Körper ein bisschen ärgern. Genauso sonst wie beim Training musst du progressiv trainieren, sonst wächst auch kein Muskel. Ne? Wenn du immer mit 100 Kilo Beinpresse machst, dann wird das auch nie besser werden. Ne? Wenn du mal 150 und dann wieder 80 oder so, wird es besser werden. Genau, wir haben jetzt noch eine Frage, die ist jetzt zweimal gekommen. Da könnten wir auch ein paar Stunden drüber reden. Wir wollen einmal ganz kurz über ketogene Ernährung reden, was du davon hältst. Und dann war noch eine Frage nach exogenen Ketonen. Mhm. Willst du mal sagen, ist jetzt bei Insulinresistenz eine strikte ketogene Ernährung richtig oder gut? Oder was ist, also die Meinung war jetzt zu ketogener Diät. Mhm, ja, ich verstehe. Was hältst du davon? Ich verstehe die Frage, aber es ist nicht einfach zu beantworten. Nee, das dauert. Ich bin auch mal gespannt, was du jetzt dazu noch sagst. Also grundsätzlich finde ich den Ansatz einer ketogenen Ernährung, sich da vielleicht mal mit zu beschäftigen, schon spannend und interessant. Und es gibt viele interessante Ansätze, dass man ja auch bestimmte Erkrankungen zum Beispiel sehr gut mit einer ketogenen Ernährung behandeln kann. Und für viele Menschen ist es vielleicht schon interessant, mal eine gewisse Zeit in eine Ketose zu gehen, Ketonkörper zu bilden als Alternative zum Energieträger Glucose. Viele Menschen berichten, dass wenn sie es erstmal in eine Ketose kommen, das dauert ja in der Regel mehrere Tage, dann haben sie deutlich mehr Energie, deutlich mehr Kraft. Es gibt ganz interessante Themen zur ketogenen Ernährung und Sport oder Leistung, also Leistungserbringung, also dass man auch trainiert. Training macht unter ketogener Ernährung, aber ich glaube, es ist nicht für jeden was und man kann auf keinen Fall sagen, jeder sollte mal in eine Ketose gehen. Das ist ja mit einer ganz starken Kohlenhydratreduktion verbunden und mit einer bestimmten Zufuhr von bestimmten Fetten, also nur durch eine erhöhte Fettzufuhr und eine ganz starke Reduktion von Kohlenhydraten über Messung, was dann sehr sinnvoll ist, von Ketonkörpern, weil sonst weiß man nicht, ob man überhaupt in diese Ketose kommt, kommt es dann zu einem völlig anderen Stoffwechsel, ne? Zum Fettstoffwechsel und das scheint schon sehr, also es gibt schon lange, lange in der Medizin diese Beschreibung und es ist ein interessantes Modell und ich beschäftige mich damit auch gerne viel und ich finde es sehr spannend und es gibt sehr viele Experten dazu. Ich glaube, es ist auf keinen Fall was für jeden. Man muss es so ein bisschen für sich, sich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, ob man es dann mal für eine gewisse Zeit probieren, weil ich habe immer, kenne eine ganze Reihe, die sagen, ich gehe 2-3 Monate im Jahr zum Beispiel, also zusammengefasst in die Ketose, ne? Mhm. Also mach mal zum Beispiel 4 Wochen Ketose oder auch nur 2 Wochen und dann gehe ich wieder aus der Ketose raus. Manche lernen auch, im Prinzip können wir das Wort Cycling dafür so ein bisschen nehmen, manche gehen in Kohlenhydratarm, gehen mal sogar mal in eine Ketose und gehen dann auch wieder in eine mittlere, gute Kohlenhydratbelastung. Ich glaube, es ist ein spannendes, interessantes Konzept. Das Interessante ist, es gibt Leute, was du gesagt hast, denen geht es super, super, super gut mit Ketone oder mit Ketose und es gibt Leute, denen geht es super, super schlecht damit. Und das hat damit was zu tun, was du für ein Typ bist, vom Neurotransmitter her, ob du jetzt eher ein Serotonin-Typ bist oder ein Dopamin-Typ. Dopamin wird ja aus Tyrosin gemacht und das ist natürlich sehr viel in einer eiweiß- oder fettreichen Ernährung enthalten. Und Serotonin kommt eher von den Kohlenhydraten, ne? Von Tryptophan. Und Tryptophan ist kein Kohlenhydrat, aber Serotonin brauchst du eine entsprechende Menge Kohlenhydrate. Und wenn du sehr wenig Serotonin hast und dann auch sehr wenig Kohlenhydrate für Serotonin bekommst, dann geht es dir wirklich schlecht damit. Dann ist das nichts für dich, also vom Gemütszustand. Es kann sein, dass du damit abnimmst, aber dir geht es nicht gut. Mhm. Ne? Weil vom Gemüte, macht mich träge, macht mich kacke. Und den anderen sagen, wow, ey, ich bin so ein Dopamin-Typ und jetzt habe ich so viel Dopamin durch Tyrosin, dann geht es mir besser. Das ist so eine Sache. Die andere Sache war jetzt noch mit den exogenen Ketonen. Mhm. Da habe ich natürlich meine Meinung zu, weil ich die auch sehr gut, teilweise sehr gut finde. Manchmal mag ich sie auch nicht, aber es gibt Momente im Leben, da finde ich die gut. Also man setzt sie ja zum Beispiel ein, so habe ich das zumindest teilweise jetzt verstanden, weil man eben teilweise deutlich besser in die Ketose kommt, also in die Bildung von Ketonkörpern, wenn ich mir zum Beispiel als Getränk exogene Ketonkörper zuführe.
Also in flüssiger Form trinkt man dann sozusagen so und so viel, weiß ich nicht, einen halben Liter oder so exogene Ketonkörper, die inzwischen erhältlich sind. Und dann komme ich viel besser in die Ketose, muss nicht ganz so stark Kohlenhydrat reduzieren. Beziehungsweise ja, muss nicht ganz so stark Kohlenhydrat reduzieren, weil ich dann einfach schneller in die Ketose komme. Also der Effekt und damit ist die Durchführung einfacher. Und dieser ketogene Effekt hat zumindest bei einer ganzen Reihe von Menschen, ich denke auch, das muss man individuell ausprobieren, doch ganz interessante positive Effekte. Und da gibt es wirklich viele, viele Beschreibungen. Das ist auch nichts, was ganz Neues, ne? Das ist schon viele, viele, viele Jahre. Und ich finde es spannend, sich damit zu beschäftigen. Es gibt wirklich interessante Daten, auch jetzt nochmal, wenn man jetzt auf Krankheiten geht, zum Beispiel Epileptika oder auch chronische oder Erkrankungen unterschiedlicher Art, rheumatologische Erkrankungen, Entzündung. Autoimmunerkrankungen, entzündliche Prozesse verschiedenster Art, die gehen wirklich teilweise in der Ketose, also in der ketogenen Ernährung, werden die deutlich verbessert. Ja, ich glaube, man muss bei den Ketonkörpern, bei den exogenen Ketonen noch mal ganz kurz so ein bisschen was aufspalten. Die Leute denken immer, wenn ich exogene Ketone nehme, muss ich in eine ketogene Ernährung. Nein, man kann auch exogene Ketone zu einer normalen Ernährung dazu nehmen. Man hat dann halt nur weniger Hunger, weil der Körper erstmal auf Fettverbrennung umschaltet, das Insulin weiter runtergedrückt wird und trotzdem hast du Energie. Das heißt, du isst in der nächsten Mahlzeit dann nicht so viel. Das heißt also, die exogenen Ketone sind ein Hungerstiller und ein Cortisoldrücker bzw. ein Entzündungsdrücker. Und dafür machen sie dann auch Sinn. Das ist, glaube ich, so ein Irrgedanke. Ich muss, wenn ich exogene Ketone nehme, muss ich auch ketogen leben. Nein, musst du nicht. Du kannst sie auch kombinieren. Ich Und glaube, viele das. nehmen es ja auch beim Training, ne? Ja, Also ich wenn die nehme das also trainieren auch oder beim sowas. Training. Also ich nehme die eigentlich nur zum Training. Und haben dann Auch. einfach weniger Hunger, sagst du, Ja. und Mehr mehr Energie. Mehr Energie. Leistungsfähigkeit, Du hast ne? Das diese sagt man. Blutzuckerschwankungen nicht. Du hast diesen Abfall. Von daher ist es für mich zum Training gut. Ich würde nie komplett, nicht mehr komplett ohne Kohlenhydrate leben wollen. Also ich kann auch mal ein paar Tage, aber das ist Schwachsinn. Dann falle ich so zusammen. Also könnte es auch immer in meiner High Carb Diät nehmen. Ja, du könntest es nehmen. Das macht dir dann wahrscheinlich in einer super High Carb Diät nicht ganz so viel Wir jetzt Sinn. nicht so High-Carb-Diät für Das, uns, ne? doch, also für Grundsätzlich. die Damen braucht es dann, Ja, oder der gut. Mann für die Sport. Die könnte man dann zusätzlich nehmen, um noch mehr Energie zu haben, aber nicht für diesen Gewichtsreduktionseffekt. Da wird es wahrscheinlich dann irgendwann stoppen. So, ich glaube, wir haben auch schon bald eine Stunde wieder rum Stimmt. hier, du Junge, Junge. Wir müssen Wir auch machen das jetzt irgendwann, demnächst wieder, werden, oder? ja, wir können ja mal die Leute fragen, ob sie uns noch mal hören wollen. Wir werden das ja auch hochladen, dieses Video, und auch als Podcast machen und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend und ihr schreibt jetzt mal drunter, ob es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da, lasst ein paar Herzchen da und schreibt auch gerne noch dazu, zu welchem Thema es geht. Wir wollten eigentlich uns so ein bisschen auf ein Thema einigen, aber es kommt ja dann immer alles durcheinander. Ist auch geil, weil es so großartig ist. Also schreibt bitte in die Kommentare rein, welche Themen sollen wir anfangen, wo wir mit enden, wissen wir ja noch nicht. Aber schreibt mal rein und dann fangen wir damit an, Kann was ihr ja auch euch. versuchen, das nächste Mal ein bisschen strukturierter dran zu Nein, sein. Nein, ne? Ich strukturiert glaube nicht, ne? ist nicht meine Welt. Also ich bin Meine ja auch nicht. rot und rosa und Ich auch. nee. Nein, ist auch nicht meine Welt. Also Alles lasst, gut. schreibt einfach Aber schreibt rein. trotzdem rein und dann freuen wir uns und dann versuchen wir es so gut wie möglich So aufzufassen. 5 Minuten machen wir Struktur. So, alles klar. Hashimoto ist gefragt. Ja, Das ist ein Hashimoto's spannendes Eiber. Thema. Morbus Addison ist Finde auch ich auch ein super interessant. spannendes Thema. Ja, Ist auch geil. wichtig. Was hatte ich Wird jetzt? häufig verkannt. Dumping-Syndrom hatte ich jetzt. Ja, genau. Hormone und Bodybuilding, ja, das ist auch geil. Hormone und Bodybuilding kommen gerne zur Da musst du FIBO. viel zu sagen. Ja, da auf der FIBO machen wir einen Vortrag mit der Jenny Rode in Halle 4.2 am Samstag um 16:45 Uhr. Da geht es um Ernährung und Unterschiede Ernährung Frau und Mann, Mann und Frau. Genau. Bioidentische Hormone ist dein Thema, können wir machen. Sehr gerne, Sehr finde ich gerne super und sogar. super spannend und Holen wir die Rimkos-Kapseln hier raus. So, ich drücke jetzt aber auf Tschüss. Macht's gut, bis tschüss, dahin, bis gute bald. Nacht.